Folge Oxygen Included. Wir machen hier weiter, es läuft alles sehr, sehr hektisch. Und so richtig läuft auch nichts. Weil keiner duschen geht. Obwohl das sehr, sehr wichtig ist. Und es wäre mir wirklich echt wichtig, wenn die das machen würden. Und kein Strom drin. Ja gut, jetzt muss man aber zuerst mal kochen, damit keiner mehr verhungert. Hast man auch schon beim Stress abbauen? Wir brauchen definitiv mehr von allem, mehr von Strom. Und wir brauchen mehr Sauerstoff. Hier Sauerstoffdichte wird ein bisschen besser. Hier ist halt Sauerstoffdichte eh beschissen, aber wir könnten theoretisch. Ach nee, haben wir noch nicht erforscht, ne? Ja, bald ist es durch. Endlich. Man kann es kaum glauben, aber bald ist es vollbracht. Am besten, ehrlich gesagt, ich glaube. Mal hier reingraben, damit das Kohlendioxid da so ein bisschen in das Loch abfließt, weil hier ist das untätig, das Ding, und deswegen, das wollen wir ja nicht. Ja, so ein Massagetisch bringt halt nichts, wenn man keinen Strom hat. Ey, was machst du denn jetzt schon? Eine Freizeit. Ein Problem? Warum hat er überhaupt diesen Anzug an? Ich meine, den hat er sich eigentlich gar nicht verdient. So, Hassan, hier. Na komm schon, das reicht jetzt aber noch. Ah, verdammt. Gut, kommt wieder Luft, na gut. Aber das zieht er jetzt noch durch. Hier ist noch 1,9 Joule, das reicht noch für eine Ladung. Also für eine Ladung Eisen. Ja, genau. Ach, wie heiß ist das Zeug hier? Oh, 44 Grad. Na, ehrlich gesagt, ich hätte ein bisschen was Heißeres erwartet. Deswegen würde ich hier ganz gerne forschen und diese Kohlendioxid-Dinger da nutzen. Warum kommt denn da jetzt so viele raus? Ja, okay, jetzt ist Schluss. Weil da kommt schon ordentlich Wasser raus. Hier mehrere Kilo. Deswegen ist es. Ach, verdammt, jetzt verhungern die zwei nächsten. Weil das wäre logisch, es wäre sehr, sehr schlau, das hier zu nutzen. 1, 2, 6, so. Lebensmittelvergiftung. Oh Mann. 7, 7, gut. 7, 7, 4. Dann ist hier noch eine 6. Wow, das ging aber flott. Kolonieerfolg, was ist los? Kolonie mit den höchsten schlechten. Was auch immer, wie auch immer, keine Ahnung. Im höchsten Stress. Warum geht denn eigentlich keiner? Ah, okay, Hassan. Geht Strom erzeugen. Kann hier mittlerweile scheinbar auch atmen. Das ist sehr schön, dass es davon hier drüben rüber schwappt. Ehrlich gesagt, ich würde die Tür hier auch ganz gerne mal öffnen. Und für sowas haben wir halt gerade keine Zeit. Machst du duschen? Während sie verhungern, denken sie halt einfach nur ans Duschen, weil es ja irgendwie gefühlt das Wichtigste auf dieser Welt. So. Gut, Forschungsstation 5, das Ding 5. Essen ist jetzt wesentlich wichtiger. Auch noch ein bisschen was reingeliefert, aber gut. Hauptteil gilt natürlich dann dem Essen. Was hat er denn dabei? Ein Aborbaum, okay.
Na gut, aber ist direkt. Verhungern immer noch zwei Leute. Ah, endlich, Mima geht Essen machen. Wir haben jetzt Eisen. Das heißt. Kalk, oh, wir haben doch scheinbar nur 5 Kilo. Gut, ich lese das immer falsch. Ich bin sehr verwirrt. Wir haben keine Eierschalen. Haben wir denn überhaupt irgendwas? Natürlich haben wir Eierschalen. Da liegt doch welche rum. Brauchen ja nur eine. Wäre schon mal erstmal so ein Anfang. Haben Essen. Ah, oh, die wurden geerntet. Sehr schön. Hier unten ist alles voll. Hoffe, das überhitzt uns nicht. Und da ist auf jeden Fall schon mal aufgegraben. Ip geht da unten graben. Ach nee, geht da nicht. Gut, der holt Wasser. Und dann produzieren wir noch. Okay. So, das wäre getan. Acht. Oben dürfte jetzt auch Luft sein. Eierschale, rein mit. Okay. Haben wir schon wieder zwei Leute, weil. Und es wurde praktisch alles aufgegessen, aber irgendwie haben sie immer noch Hunger. Oh, da ist noch mehr Ernte. Ansonsten, die hier wachsen ja nicht, ne? Und die hier auch nicht. Druckerzeugnisse. Ja, komm, Leuchtnympheneier. Wir könnten sie zu Omelette machen, aber dafür bräuchten wir einen Grill und einen Grill haben wir nicht. Verbrauchen wir denn so viel Strom? Eigentlich sind sie durchgehend am Strom erzeugen. Das Ding können wir hier schon mal bauen. Wie sieht es eigentlich dann mit den Gasausgängen? Ich kann das nicht drehen, ne? Nein, kann ich nicht. Das wird ein bisschen schwierig, aber wir müssen eh einen Verdichter bauen. Das ist eigentlich in Ordnung. Aber wir müssen halt gucken, wie wir das dann hinkriegen. Am besten machen wir es so, damit wir da ein bisschen Spielraum haben. So schnell wird das schon nicht überhitzen. Dann brauchen wir hier von hier und hier. So, und dann hier rüber nochmal eins. Und dann bauen wir da einen Verdichter hin. Dafür brauchen wir auch die neue Forschung, die ich da schon mal in Auftrag gegeben habe. Und die Mehlhölzer, die Dornenblüten wachsen. Was gibt es denn so Tolles zu tun? Jetzt eine 7, damit die ganz dringenden Produktionen noch schneller gemacht werden. Und na, was treibst denn du? Ah, nee, das ist jetzt so langsam ein bisschen zu nervig. Fertigungsmaterialien. Wo liegen denn diese Eier? Ah, da. 100 Gramm. 500 Ape. Es wird doch noch wohl irgendwo was zu essen geben, oder? Nee. Okay. 2,8 Zyklen haben wir wieder ein bisschen Essen. Nämlich 2400 Kilo. Kalorien. Wachstum 30 Zyklen ist ein bisschen. Ist eigentlich ein bisschen schlechter als die Salatteile da, oder? Holen. Ansonsten, wer ist unser Baumeister? Abe, ne?
Ich sollte ihn echt Hüte aufziehen. Was kann sie denn jetzt? Fortschrittliche Forschung, Astronomie. Gut. Der affige Hut ist auf jeden Fall für die. Für die. Ihr wisst schon, was ich meine. Und super schweres Graben. So, gut, aber die Folge ist auch schon wieder vorbei. Aber ich glaube, ich mache jetzt einmal eine 20-Minuten-Folge. Weil. Ich meine, wir müssen auch irgendwann mal weiterkommen. Okay, ich bin schon bei Zyklus 80. Naja, gut. Also theoretisch könnte ich jetzt schon das DLC benutzen, wenn es rauskommt. Aber ich denke, ich benutze das erst, sobald Golden Prime wieder drin ist. Ist es wieder am Aufnehmen.